Herzlich willkommen zu der zweiten Folge heute am Samstag. Ich hoffe, ich liege richtig. Wir werden jetzt auf Feld 1 flügen. Wir entschuldige auf deinem Arsch. Erstmal einen Kurs berechnen. Wir gehen der Linie in Kurs. Zwei Vorgewendebahnen. Knapp. Wir gehen hier Kurs. Zurück. Ersten Wegpunkt, Abfahrer einstellen. Wir werden mal gleich die Reparatur in den Fernmodus machen. Sobald das hier klappt. Alles gut. Noch nicht taktisches Gefühl oben. Garage, wir fahren den Fan. Der Fan muss nicht repariert werden. Der Flug. Der schon. Ist da noch ein Gewicht bei? Gewicht ist noch nicht das Problem, das ist nur. So, man kann ja wieder volle Geschwindigkeit fahren. Ja, das war so nicht vorgesehen, ne? Allrad noch mal haben. Wieso hat er jetzt gemacht? Voll war. Mal gucken, wo er hier ist. Das ist schon komisch. So. Ja, wahrscheinlich hat er irgendwie die Kurve noch nicht gekriegt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir machen mal weiter. Ja. Warum fährt er da jetzt zurück? Ach, er ist hier so ein Kursbrecher. Ich dachte, wäre fertig. Ja, da schiebt mich voll, ne? Da, die Intelligenz ist ja nicht da. Normalerweise muss man das Feld absperren und so rum. Ein Kursbefahrer oder Weg durch. Wir müssen auch noch cool einstellen, ne? Wir wollen da nicht die Zeit beziehen. Das ist nur schon der zweiten Folge heute am Samstag. Keine Info. Versucht da ein bisschen voranzukommen. Ja, die Gebäude wollte ich auch noch mit bauen, ne? So, hier wäre fertig. Dann gehen wir mal kurz rüber. Jetzt die Ernte ist abgeschlossen. Ja, meistens. Leer. Dann können wir direkt entlassen und zur Seite stellen. Und dann haben wir ein Problem mit dem Flug. Wir werden gleich mal ihn da vorne anhängen. Also wird das nichts. Wir müssen mal aushängen. So. Sanft hinterlassen. Aushängen. Dann werden wir ihn gleich mal anhängen und dann geht's zur Reparatur. So, jetzt gucken wir Mais dran, aber nicht als Körnermais, sondern als Silage. Aber das machen wir nicht, hier müssen wir den LKW vom Acker holen.
Das gibt's doch gar nicht. So. Den haben auch einen Ackerfahrer um einen Heufahrer kümmern. Irgendwann ist er faul. So. Weiß man nicht was. Der Wurm drinnen. Auch leer und dann ein Heufahrer kümmern. Kann man nicht mal verkaufen. Das ist ein Geld für mich, oder für mich. Was hat der für ein Problem heute? Bring ihn mal auf Kurs. Weiß nicht genau, was er für ein Problem hat. Will er sammeln? Blödsinn, voll. Und überwachen. Das kann doch nicht sein. Ja, dann kommt die Stellung. Ah, ich bin jetzt voll. Ich fahre jetzt Richtung Überführungskurs. Überführungskurs heißt eigentlich. Ja. Verkehrte Richtung. Wir werden den Überführungskurs neu einfahren. Das heißt, wir löschen den Spaß mal. Und dann nur mal so gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir das anders einfahren. So, woanders. Führung. Kann nicht so schwer sein. Auch noch so ein Heu. Wir müssen noch Mais fahren. Zumindest die erste Runde, wenn wir manuell machen. Schön Heu. Wunder wäre besser gewesen, ich hätte auch anders gemacht. Ja, wir gehen nochmal kurz zurück. Aber wir haben ein bisschen Stress, hier müssen entweder wir müssen hier noch flügen, weil da auch schlecht flügen. Oder wir flügen nicht und werden. Ah, das haben wir nicht gewendet.
Wenn wir hier vorne mit Platz. An dem Punkt, wo wir vorhin aufgerissen haben, auf den fahren wir weiter. Fahren wir hier oben lang. Und fahren hinter der Leitplanke aufs Feld. So. Ende. Dann können wir den anderen Kurs löschen. Den löschen wir mal. Speichern. So. Ja. Hier führen. Welt. Welt. 21. Hof. Speichern. Löschen und gleich wieder loslegen. Wattenfeld haben wir uns 21 und anhängen. Diese Führung. Nicht vertrocknen. 21. Jetzt fahren wir gleich dahin, wo aufgehört ist. Da waren wir schon ein Stückchen weiter. Und zwar auf der Reihe. Mal gucken. Ja, Lohnzahlung, unseren Flugmeister, unseren Drescherfahrer. Fangen wir hier gleich an. Erst nicht, das ist ein Quatsch. Aktuell nicht passend Wegpunkt. Einstellen. Na, arbeiten muss auch schon. Nach verkehrten Motor. Ja, Arbeitsmodus muss schon sein, ne? Jetzt Prozessor und Grafikkarte bei 70 Grad. Aber nicht schlecht. So. Mach ich mal ein bisschen Lüftung anmachen. Meldet zwar die Lüftergeschwindigkeit, aber auch nicht viel höher. So, er macht einmal voll, das ist gut. Hoffen nur, dass es entsprechend klappt. So, Flugmeister ist bei. Wir brauchen noch einen freien Traktor fürs für die Aussaat. Der ist belegt. Und LKW. Okay, 2. Der Drescher. Unser Unkraut. Ja, ich hab keinen. Helfer Zanden. Warte, müssen wir warten, bis er den Flug verliert. Dann können wir noch den Drescher reparieren und volltanken und waschen. Und sobald wir ihn brauchen, können wir dann sofort wieder loslegen. Aber hat er gut zumachen.
Klappe zu, auf den Tod. Ob man unser Heufahrer jetzt das hinkriegt, hat ja vorhin auch geklappt, seit 27. So, da sind wir wieder. Aussteigen, aussteigen. Ups. Waschen, waschen. Ja, es ist schwer, was ich. Kommt die rote Farbe hier zu sehen, an zum Vorschau, ne? So. Guck drüber, wir können es auch einen anderen nehmen. So. Voll tanken gleich. Läuft auch. Tappen, tappen. Der ist nicht schlecht, war kaputt. Ups, einsteigen. Der Bogen steht ja nicht im Wege. Ist ja ein langes Geschoss, ne? Fahren wir in die Halle. Da kann man auch Körnermais machen, aber Körnermais wollen sie nicht, die wollen die Lager haben. Zum einen braucht die BGH ein bisschen Arbeit und zum anderen ist es noch nicht ganz reif. So, der ist jetzt auch wieder fast voll. Jetzt kann man schauen, was er, wie er jetzt anstellt. Ne? Aber jetzt scheint er schon mal richtig richtig zu haben. Scheint. Ja. Jetzt funktioniert das. Aber wir können schon mal, wir können schon mal beim Mais vorarbeiten. Und zwar am Vorgewende und ja, die erste Bahn. Die erste Bahn auf dem gelben Hänger hier rauf. Die wollen ein bisschen die Lage haben. Das erste Ende ist schon reif, das können wir ja schon machen. Ran. Die Saudi. Der geht da nicht so ran. Das ist schlecht. Wollte doch noch lange. Jetzt haben wir noch schönes. Enge. Bau einen großen. Ja, das hat so ein. Das ist ein. Das ist so einer. Für Maisgebiss. Oh, Abdeckung? Nein, ja. Größer muss er werden. Die werden wir mieten. Dann kommen wir ohne Schuld aus.
fahren wir gleich hin zum Händler und holen wir den Ersatz. Tut der Scheiße. Siehste, immer die Vögel fliegen vorher weg. Aber so ist er flink unterwegs. Flink, flink. So, da holen wir wieder ran. Ja doch. Gleiche. Gleiche Scheiße, was für ein Zeichen. Gibt's doch gar nicht. Garage. Neuer Versuch. Dann brauchen wir einen mit. Nee, der nicht. Das soll nicht so klein sein, muss ja was reinpassen. Der sieht gut aus. Bergmann. Auch ganz gut raus, ne? Muss schon mal durchgucken. Krone. Ein Kühlerhänger da. Bergmann. 46. 43, 61. Du oder andere nur gemietet haben, nicht gekauft. 40. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, auf ein Wiedersehen. Natürlich freue ich mich auch, wenn es ein Like und ein Abo gibt. Ich sage mal danke dafür. Dann sage ich mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis denne.